hier, Manni. Manni, du bleibst stehen, wenn du bitte. Von den Massakern hatte ich vorher nie gehört, also ich kannte meine eigene Geschichte nicht. Das habe ich selbst erlebt, das habe ich richtig gefühlt. Was ich bisher so vorher von Griechenland erfahren habe, waren immer schöne Momente und schöne Erlebnisse und schöne Städte, schöne Bilder. Damals, 1941, sah es auf den Straßen von Athen so aus. Am 6. April 1941 marschierte die Wehrmacht in Griechenland ein. 3 Wochen später wehte die Hakenkreuzfahne auf der Akropolis. Die Deutschen begingen unbeschreibliche Gräueltaten an Zivilisten. In Athen verhungerten allein im ersten Besatzungswinter 1941-42 70.000 Menschen. Aber die Griechen wehrten sich. Die Deutschen hatten große Verluste und ihre Oberbefehlshaber befahlen, für einen gefallenen Deutschen 50 bis 100 Griechen zu töten. Auch Frauen und Kinder. Das Dorf Liardes im Epiros ist eines von über 100 Dörfern, die vollständig vernichtet wurden. Ήταν η μέρα Κυριακή, μια ηλόρωστη μέρα, 3 Οκτωβρίου 1943. Mit Hilfe des Films Der Balkon versuchen 3 deutsche Schülerinnen zu verstehen, was dort passiert ist. Ich bin die Lilly Knoll, ich komme aus Rockenhausen und ich gehe in Winnweiler aufs Wilhelm-Erb-Gymnasium. Ich bin die Anastasia, ich bin 15 Jahre alt. Ich gehe in Daden auf die Schule, auf die Hermann-Gemeine Realschule Plus. Ich bin die Fatma, ich wohne in Daden und ich gehe in die Realschule. Mirzi, olo to churgio gira gira. Mia knische, poi avu jandara schomata, ta kreate to kilomenon iki. Φώναζαν, ο, ου, ο, ου, πάκαμε αγαπημένοι, πάκαμε κόλμες. Έρχονται οι Γερμανοί, πα, 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 έρχονται, σκότωνε τα παιδιά. Όπως είχε εγώ πέρασε αγκαλιά ο πατέρας, αδελφή μου, σε πέρασε το κεφάλι και έφυγε. Και πέρασε η ίδια σφαίρα από εδώ και έφυγε από εδώ και έμεινε το σώμα, μόνο το σώμα στον αγκαλιά. Bei mir war genauso, ich wusste nicht, was ich machen soll, ob ich gleich sterben werde, ob meine Eltern gleich sterben werden. Wie ich halt aus der Situation rauskommen kann, ob ich überhaupt noch überleben werde. Also da muss man einfach nur, also ich hatte da einfach nur Hoffnung. Anastasia Fuka. Ne. Tote posen chronon. 14. Από πού να αρχίσω, τι να σας πω πρώτα. Σαν να είναι στο διπλανό δωμάτιο και να την ακούω. Ήσυχος. Και μας ξεκίνησε όλος ο δρόμος τα πρόβατα. Είμαστε για μέρες στα σπίτια. Ακούμε να τη σκότωναν. Ωι, ουι, ουι, ουι. Ήταν ο Χριστόδωλος ο Μακαρίτης, ο πατέρας του Τσιοπέτρα. Ακούνε οι φωνίτ. Εγώ είχα τον αδερφό μου. 5 χρονών τον είχα έτσι, παραμάσκαλο του το κεφάλι. Και κρατούσε τον αδερφό της αγκαλιά και τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια της. Τεινάχτηκαν τα μυαλά του στην κυριολεξία στον αέρα και θυμάμαι να λέει ότι γέμισε ο τόπο μυαλά από τον αδερφό τη. Ωε, Μανούλα, μη σκιάζουμε! Ωε, Μανούλα, μη σκιάζουμε το παιδί! Ωε, δεν μπορώ να το κρατήσω εγώ, άγχισα το χέρι έτσι. Και έπεσε το παιδί, τα νάσκρα και εγώ τα τύπκα. Και έβαλαν φωτιά. Mein Vater wusste viel davon, aber der redet auch nicht so gern darüber. Die waren halt sehr, sehr traurig, weil andere Menschen halt das erlebt haben, was wir erlebt haben. Und wir, also ich konnte sehr gut verstehen, wie die Überlebenden sich gefühlt haben, weil ich bin ja eine von den Überlebenden, zum Beispiel in Syrien, von so vielen Menschen, die gestorben sind. Man hat eben gesehen, wie tief dieser Schmerz von den Menschen auch sitzt. Und gerade als Deutscher hat man auch irgendwo Scham dafür empfunden und man hat sich verantwortlich für die Taten gefühlt, auch wenn man nicht direkt Teil dessen war. Und ja, auch irgendwo Wut. Αυτό είναι το σπίτι που με βρήκαν εδώ πέρα, που βίζανε στη μητέρα μου και ήμουν μαχαιρωμένος και με είχε η μητέρα μου στην αγκαλιά.
ήταν σκοτωμένη η μητέρα μου, εγώ είχα ανοίξει το στήθος της μητέρας και ύπνα σκοτωμένο γάλα. Ο αδερφός μου ήταν σκοτωμένος εδώ μαζί με τη μητέρα μου. Με πήραν εδώ οι χωριανοί και με πήγαν στη Γρυβινίτ. Εκεί έκατσα περίπου 2 χρόνια και έγινα καλά. Μπορείτε να δείτε και τη μαχαιριά μου. Mit Scham und Schmerz bitte ich im Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten um Verzeihung. Δικαιοσύνη, 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 δικαιοσύνη. Εγώ δεν το γνωρίζω το συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω καλά, δεν το ανέχομαι. Eine Entschuldigung kann das nicht gut machen. Das kann deine Schwester, dein Bruder, deine Familie, Freunde nicht zurückbringen. Also ich hätte das auch nicht angenommen. Als die Deutschen wieder abzogen, hinterließen sie eine grausige Bilanz. Mindestens 140.000 Griechen verhungerten. Die deutschen Soldaten brachten 100.000 Zivilpersonen ums Leben. Insgesamt kamen 330.000 Menschen, das sind 4,8% der griechischen Bevölkerung, gewaltsam ums Leben. Fast alle Brücken im Land waren am Ende zerstört. Die großen Häfen Piräus und Thessaloniki auf Jahre unbenutzbar. Eisenbahn- und Telefonverbindungen zerstört. 1.700 Ortschaften weitgehend zerstört. 640.000 Menschen obdachlos. 59.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden, 90% der griechischen Juden, deportiert und in Auschwitz und Treblinka ermordet. Es ist natürlich nicht einfach, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen, aber man sollte versuchen, Schicksalsschläge zu verkraften und auf andere Gedanken kommen. Wir können natürlich die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können daraus lernen und dafür sorgen, dass dies sich nicht wiederholt.